Wann ist denn der Kaffee fertig? Jetzt muss ich auch noch für die Mitarbeiter hier Kaffee kochen, oder was? Ja, gleich! Danke! Wahnsinn! So, gibt's Kaffee für Frau Müller? Ja. So gut möchte ich es auch mal haben. Ja. Ja. Frau Müller, der Kaffee. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Sie wollten ohne Milch, ne? Genau. Schwarz für die Schönheit. Das ist super. Immer schwarz. So. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schneiders Sprechstunde. Sie sehen, wir sind wieder getrennt. Nicht von Bett und Tisch, sondern durch die Plexiglasscheibe an meiner Seite, die Frau Möller. Und wir sind weiter unter Corona-Bedingungen. Mundschutz hier, wir haben Raumluftreiniger laufen und haben uns gedacht, Frau Möller, wir werden mal was über Kaffee erzählen, okay? Trinken Sie gerne Kaffee eigentlich? Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne? Sehr, sehr gerne. 3 bis 4, 5 Tassen. Nee, ehrlich, 5 Tassen Kaffee. Ich trinke jetzt mal so eine Tasse Kaffee hier. Also nimm mal einen Schluck, ich brauche mal, cheers, brauche mal ein Schlückchen. 5 Tassen Kaffee am Tag, das finde ich viel. Also ich trinke sehr gern Kaffee. Das ist viel, ja. Und nicht zu viel, weiß ich nicht. Werden wir gleich sehen. Aber ich komme auf, lass mal kurz überlegen. Morgens 3 bis 4 Tassen Kaffee trinke ich auch am Tag. Mehr trinke ich nicht. Espressi und sowas trinke ich auch gerne, aber die gibt es hier nicht. Die Kaffees haben ja im Moment alle geschlossen. Also insofern müssen wir uns selbst Kaffee machen. Und ich habe Ihnen ja gerade den Kaffee gemacht mit viel Liebe und ich hoffe, dass er auch schmeckt. Bestimmt. Was wir heute machen wollen, ist, die Frau Möller war so nett, zum Thema Kaffee ein paar Daten zusammenzutragen. Warum? Bei mir in der Sprechstunde ist Kaffee immer wieder ein Thema. Vor allen Dingen bei Patienten mit Herzrhythmusstörung und mit Bluthochdruck. Und dann ist immer die Frage, darf ich den Kaffee trinken? Muss ich ganz auf Kaffee verzichten? Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Frau Möller, wenn mir jemand sagen würde, ein Arzt, Herr Schneider, Kaffee nie wieder, dann hätte ich ein Problem. Genau. Wie ist denn da die Datenlage? Also ich als Kritikast, wie ist denn da die Datenlage und können wir das denn wirklich und so weiter? Also insofern haben wir gedacht, wir nehmen uns mal das Thema Kaffee vor. Ist es wirklich schädlich oder ist Kaffee vielleicht sogar protektiv? Das liest man ja immer wieder. Genau. Und Sie haben da Daten zusammengetragen. Schießen Sie mal los, was haben Sie gemacht? Ich mache mal das Licht hier an zwischendurch. Sind Sie es angegangen? Thema Kaffee nicht nur ein Muntermacher. Ja, also ich wollte mir erstmal ein gutes Bild darüber machen, was denn der Rest der Bevölkerung von Kaffee so denkt und glaubt. Ja. Also inwieweit Menschen glauben, dass Kaffee absolute Vorteile mit sich zieht oder ob Kaffee eventuell schädlich ist. Ja. Und es gibt wirklich etliche Webseiten und alle sagen mal wieder was anderes. Ja. Und dann Dr. Google. Genau. Und dann bin ich auf Studien aber gestoßen, also auf PubMed. Und die waren wirklich erstaunlich. Okay. Also eine Studie nach der nächsten. Ja. Und die haben eigentlich mit alle das Gleiche unterstrichen. Ja. Also vor allem jetzt im Hinblick auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, ja, etc. Und viele auch Meta-Analysen, also Studien, die mehrere Studien zusammengefasst haben. Und ja, es hat wirklich Spaß gemacht, das zu lesen, ja, super, weil ja, das eigentlich eindeutig war. Und trotzdem muss man natürlich sagen, es stand auch jedes Mal dabei, es ist sehr subjektiv zu betrachten. Ja. Jeder Körper reagiert natürlich anders auf Kaffee, ja, und die einen merken natürlich, sie vertragen es irgendwie besser als die anderen. Ja. Okay. Und ja, aber nichtsdestotrotz wirklich tolle Studien dabei. Ja. Und spannend. Legen wir mal los. Ja. Zeigen Sie mal, was Sie gemacht und was Sie gefunden haben. Ja, also eine Studie jetzt beispielsweise mit über 3,8 Millionen Probanden, die zusammengefasst worden sind, hat gezeigt, beziehungsweise sich damit beschäftigt, wie sieht es mit der Sterblichkeit und dem Zusammenhang von Kaffeekonsum aus. Ah, das ist ja super spannend. Ich bin ja einfach strukturierter Kardiologe. Mhm. Das heißt, hier wurden epidemiologische Untersuchungen, das sind keine randomisierten Studien, epidemiologische Untersuchungen. Genau. 4 Millionen, glaube ich, oder nee, 3,8 Millionen Personen wurden untersucht. Und wie hier oben steht, 450.000 Patienten sind verstorben in dem Nachbeobachtungszeitraum. Okay, das habe ich verstanden. Und was war jetzt die Frage in dieser
Meta-Analyse? Die Frage war, ob Kaffeekonsum das Risiko für Sterblichkeit und Gesamtsterblichkeit reduziert. Okay. Also, und wie viel Kaffee? Also die Hypothese wäre hier, zum Beispiel, viele Tassen Kaffee führen zu einem früheren Tod oder Leute, die viel Kaffee trinken, sterben eher. Oder umgekehrt, die Alternativhypothese ist, Menschen, die viel Kaffee trinken, sterben vielleicht nicht so häufig. Und das wird getestet. Okay, gut, genau. Toll. Zeigen Sie mal, was Sie gefunden haben. Ja, die große Frage, wirkt Kaffee lebensverlängernd? Mhm. Und das ist jetzt einmal mit ganz links der Gesamtsterblichkeit. Dann in der Mitte Sterblichkeit im Hinblick auf Krebs und rechts kardiovaskuläre Erkrankung. Okay, langsam. Das verstehe ich. Okay, dann haben wir eine Y- und eine X-Achse. Auf der Y-Achse steht relatives Risiko. Und wenn ich das richtig verstehe, ist dann das relative Risiko für zum Beispiel die Gesamtsterblichkeit, ganz links. Genau. Okay, gut. Und auf der X-Achse unten steht Kaffee Consumption. In diesen epidemiologischen Untersuchungen, das geht los von kein Kaffee, das ist die Referenzgruppe offensichtlich, bis hin dann auf bis zu 8 Tassen Kaffee am Tag, das ist ganz schön viel. Das ist jede Menge. Okay. Und was finden wir jetzt? Ja, und es zeigt sich ja ganz schön, das gleiche Muster, dass ungefähr bei 3 Tassen Kaffee, also 2 bis 3 Tassen Kaffee, wird auch als moderater Kaffeekonsum definiert, ist die Kurve ganz weit unten, bedeutet, das relative Risiko für die Gesamtsterblichkeit, für die Sterblichkeit im Hinblick auf Krebs und kardiovaskuläre Krankheiten, ist an der Stelle am niedrigsten. Okay, deswegen, das ist so eine, gibt es da so eine, wie nennt man das in der Kurvendiskussion, wie war das? So eine Umbruchstelle hier, fällt mir gerade nicht ein, schon lange her, Kurvendiskussion. Man sieht, es geht von 1,02 Tassen runter auf, ich glaube, ungefähr 20% reduziert, 15% reduziert. Und dann bleibt die dicke schwarze Kurve quasi horizontal. Und das verstehe ich so, und das ist so, dass quasi mehr als 2 bis 3 Tassen Kaffee trinken bedeutet nicht mehr Schutz. Genau. Sonst hätten wir ja einen linearen Zusammenhang. Wir haben aber keinen linearen Zusammenhang offensichtlich hier. Das heißt, der Maximalschutz für Gesamtsterblichkeit, das ist ja cool, da sind wir dabei. 2 bis 3 Tassen Kaffee. Ist das Risiko am niedrigsten. Das goldene Maß, mehr oder weniger. Das goldene Maß, genau. Und das Gleiche gilt dann auch ganz rechts für Cardiovascular Disease, also Herzinfarkt, Schlaganfall etc. Sterblichkeit. Da ist das Muster genauso. Da ist das Muster genauso, ja. Nicht, cool. Wie man erwarten würde eventuell, dass es dann hochgeht. Ja, genau. Und das ist genau eben der Hintergrund der Frage, die viele Patienten ja mir stellen. Ich habe jetzt eine KHK, also eine koronare Herzerkrankung, ich hatte einen Herzinfarkt, darf ich gar keinen Kaffee mehr trinken? Die Antwort ist nein. Die Antwort ist 2 bis 3 Tassen Kaffee ohne Probleme. Interessant finde ich die Kurve in der Mitte, Cancer Mortality, weil da sieht man ein ähnliches Muster. Das ist schon mal gut. Also auf gut Deutsch, man kriegt nicht mehr Krebs, wenn man mehr Kaffee trinkt. Mhm. So rum kann man das ja auch interpretieren. Genau. Aber der protektive Effekt ist offensichtlich hier nicht so ganz ausgeprägt, weil wenn man sich diese gestrichelten Linien, das sind die sogenannten Konfidenzintervalle, anguckt, dann zirkulieren die da so knapp unter der 1 und manchmal über der 1. Also da wäre ich mir nicht so sicher. Aber zumindest, und wir sind ja Kardiologen hier an der Pahnklinik in Köln, Gesamtsterblichkeit und kardiovaskuläre Sterblichkeit wird reduziert. Super, tolle Studie. Absolut. Haben Sie noch was dabei? Ja, ich habe noch eine Studie mitgebracht. Circulation, der heilige Gral der Kardiologen, genau. Und auch dieses Mal wieder ging es um Kaffeekonsum, long term, also über eine längere Zeit. Ja. Und das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen. Okay. Also setzen wir nochmal oben einen drauf. Ja. Und auch hier wurden wieder um die 36 Studien in dieser einen Studie inkludiert. Ja. Okay. Also wieder eine Meta-Analyse. Genau, absolut, genau. Mit auch 1,2 Millionen Probanden. Jawohl. Und insgesamt ungefähr so 37.000 kardiovaskuläre Erkrankungsfälle. Okay, gut. Mhm. Das Ergebnis am Ende war auch wieder hier, dass 3 bis 5 Tassen pro Tag mit einem niedrigen kardiovaskulären, mit einem niedrigen Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen assoziiert ist. Okay, gut. Das heißt, haben wir da eine Abbildung im nächsten? Ja. Ah ja, genau. Genau, das sieht ja exakt so aus, wie wir es gerade hatten für
die Gesamtsterblichkeit und die kardiovaskuläre Sterblichkeit. Und das ist ja auch irgendwie klar, ne? Also wenn die kardiovaskuläre Sterblichkeit reduziert wird und die Gesamtsterblichkeit, dann muss ja die Inzidenz von kardiovaskulären Erkrankungen auch niedriger sein. Absolut. Irgendwie, sonst macht es ja gar keinen Sinn. Und das ist hier untersucht worden, das ist interessant. Also oben haben wir, was haben wir oben? Die Inzidenz für kardiovaskuläre Erkrankungen, dann für KK und für Schlaganfälle. Mhm. Und wir sehen genau das gleiche Muster wieder, oder sehe ich das falsch? 3 bis 4 Tassen Kaffee am Tag. Ja. Da ist der Scheitelpunkt, das war das Wort, was ich gerade gesucht habe, der Scheitelpunkt der Kurve, ist quasi unten bei 3 bis 4 Tassen Kaffee, sowohl für kardiovaskuläre Erkrankungen, koronare Herzerkrankungen und auch Schlaganfälle. Auch hier wieder, ähnlich wie bei der Krebssterblichkeit, ist bei Schlaganfällen das nicht so ganz eindeutig. Zumindest sicher so, dass das Risiko bis für 4 Tassen nicht erhöht wird. Das ist ja wichtig, ne? Weil immer die Frage ist, Rhythmusstörung, Tachykardie, Blutdruckerhöhung durch Kaffee, ist das schlimm? Gerade Schlaganfallpatienten hätten da ja ein ganz klares Thema und ein Problem. Also auch hier wieder die Antwort, nö, also man kann guten Gewissens sagen, bis 4 Tassen Kaffee darf man auch trinken unter dem Aspekt der Schlaganfallreduktion. Mhm. Okay. Sollte man nicht so viel Kaffee trinken und jetzt zuhören, ist es aber nicht zu empfehlen, direkt mit 4 Tassen anzufangen. Ja, warum nicht? Weil das auch Teil der Gewohnheit ist. Ja. Je länger ich Kaffee trinke, desto unsensibler reagiere ich auch auf Koffein. Ja. Ja. Fängt man aber mit 4 Tassen sofort an, kann es natürlich dazu kommen, dass dieses nervöse Gefühl anfängt, dass die Hände zittern etc. Ne? Ja. Also, okay. Es ist auch einfach Teil der Gewohnheit, dass der Körper nicht mehr so stark auf Koffein reagiert. Ich glaube, in dem Zusammenhang ist wichtig, das sind ja epidemiologische Untersuchungen. Genau. Das heißt also, es sind keine randomisierten Untersuchungen, wo man sagt, man könnte jetzt sagen, okay, wir empfehlen allen 4 Tassen Kaffee zu trinken, um das Risiko zu reduzieren. Das geben die Daten, wenn man ehrlich ist als Wissenschaftler, nicht her. Mm-mm. Weil was man dann machen müsste, man müsste 100.000 Patienten randomisieren in nur Mineralwasser und 100.000 in 4 Tassen Kaffee am Tag. Und dann nach 5 bis 10 Jahren schauen, wie die Inzidenz von kardiovaskulären Erkrankungen. Das werden wir natürlich logischerweise nie sehen, weil keiner hat Interesse, so eine Studie zu machen. Es gibt kein Geld dafür. Also das werden wir nicht sehen. Das heißt, das sind die besten Daten, die wir haben. Sind epidemiologische Daten, aber es sind die besten eben, die wir haben. Und ich finde, die sind relativ gut und sind eindeutig. Gehen alle in die gleiche Richtung. Genau, das würde ich auch sagen, Okay, super. Okay, was haben Sie noch dabei? Ja, und dann, noch eine sehr interessante Studie zu dem Zusammenhang zwischen Kaffeekonsum und Diabetes Typ 2. Ja, also im Risiko, Inzidenz, Diabetes Typ 2, okay. Aha. Und hier wurde vor allem geschaut, ob es ein auf der einen Seite Zusammenhang zwischen Kaffeekonsum und Diabetes Typ 2 gibt, aber auch, ob es einen Zusammenhang zwischen entkoffinierten und koffinierten Kaffee interessant. Gibt. Okay. Und das finde ich sehr interessant, weil es ist, bei Kaffee steht ja meistens Koffein primär im Vordergrund. Ja. Und hier wurde jetzt einmal getestet, wie sieht es denn aus, auch mit entkoffiniertem Kaffee. Ich tippe mal, dass Sie gerne entkoffinierten Kaffee trinken. Ja, aber nur ganz spezifischen. Ja? Ja, trinken Sie entkoffinierten? Tatsächlich? Mhm. Nee, ich brauche immer die ganze Bohne mit allem drum und dran. Okay, aber interessant ist natürlich hier Reduktion des Risikos oder Diskussion der Reduktion des Risikos für Diabetes mellitus. Wir haben ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesehen, dass die Inzidenz des Diabetes mellitus kontinuierlich zunimmt. Die Population wird älter, die Population wird dicker. Das Risiko, Diabetes zu entwickeln, geht hoch. Und jetzt natürlich schwingt hier mit. Können wir Dinge außer Gewichtabnahme und Sport empfehlen, um das Risiko zu reduzieren? Super. Und das auch wieder, ich meine, schauen Sie sich an, 1,1 Millionen Studienteilnehmer und 45.000 neu diagnostizierten Diabetes Typ 2 Fälle, ist wirklich super. So, und was ist das Ergebnis? Genau, die Probanden wurden auch von 10 Monaten bis zu 20 Jahre begleitet. Oh, wow. Mhm. Und die Daten wurden gesammelt. Ja. Und das Ergebnis, das zeige ich jetzt auf der nächsten Folie, ist auch ganz eindeutig. Das ist ja echt gut. Das Risiko für Diabetes mellitus Typ 2 sinkt mit der Anzahl an Tassen Kaffee pro Tag. Guck mal hier, 11 Tassen eindeutig. Kaffee am Tag. Ist jetzt auch nicht zu empfehlen, aber es ist also, wirklich ein absolut eindeutiger Zusammenhang und wirklich sehr, sehr spannend in meinen Augen. Und
auch hier, es geht nicht um Koffein im Kaffee, also es geht wirklich um Kaffee an sich. Okay, das heißt, es macht keinen Unterschied bezüglich des Endpunkts Inzidenz Diabetes mellitus, ob Sie entkoffeinierten oder koffeinierten normalen Kaffee trinken. Kein Unterschied. Okay, gut. Ja. Sehr schön. Ja, und dann ist natürlich die Frage, was sind das für Mechanismen oder wie macht Kaffee das? Gibt es da dazu irgendwelche Überlegungen? Da gibt es wirklich unfassbar viele Studien bzw. Analysen, die zeigen, was für Substanzen sind im Kaffee drin, was für Mechanismen könnten dahinter stehen. Ja. Aber wenn man sich da durchwurschteln möchte durch die Studien, sieht man, es ist alles noch kreuz und quer. Also so eindeutig da, wie die Studien jetzt waren, was ihr Ergebnis anging, war die Beweislage in meinen Augen noch nicht. Mhm. Aber was klar ist, dass in Kaffee sind tausende von bioaktiven Substanzen zu finden. Und die haben vor allem auch antioxidative Eigenschaften bzw. entzündungshemmende Eigenschaften, die sie mittragen. Beispielsweise eine Substanz ist Chlorogensäure. Aha. Dazu gibt es aber auch wieder ambivalente Meinungen, wie immer. Ja. Aber man kann sagen, dass diese bioaktiven Substanzen anscheinend dazu beitragen, dass Kaffee diese Vorteile mit sich zieht. Okay, gut. Und allgemein Kaffee ja oder nein, jetzt nach diesen Studien. Genau. Koffein ist ja auch immer Teil von Kaffee. Und da fand ich auch immer ganz schön, in den Studien am Anfang wurde gesagt, so, das steigert Aufmerksamkeit, Konzentration, verringert Müdigkeit, aber gibt es noch Aufgaben oder gibt es noch Vorteile darüber hinaus? Ja. Und ganz klar, 3 bis 4 Tassen pro Tag sind eigentlich, das, wie gesagt, das goldene Maß. Ja. Das ist, können sicher getrunken werden. Ja, okay. Zieht positive Effekte mit sich. Ja. Und genau, gesundheitliche Vorteile, aber auch hier und das auch im Zusammenhang mit Diabetes Typ 2. Ja. Wenn natürlich Kaffee getrunken wird mit sehr viel Milch und Zucker, dann ist der Effekt nicht der gleiche. Das ist vielleicht auch wichtig dazu zu sagen. Ja, genau. Also das wäre kontraproduktiv. Ja. Ich muss sagen, ich oute mich hier. Sie sind ja perfekt, wie immer, vorbildhaft mit schwarzem Kaffee. Ich trinke grundsätzlich Kaffee mit Kondensmilch und weiß, dass viele meiner Mitarbeiter gar nicht wussten, was Kondensmilch ist. Das muss man mal vorstellen. Ich bin groß geworden mit Kondensmilch. Also, aber die ist ungezuckert. Das darf ich mal zu meiner Ehrenrettung sagen. Anders ist das außer beim Espresso für mich schwer zu trinken. Okay. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, wir haben einen kleinen Ausflug gemacht. Ich finde es total faszinierend. Vielen Dank, Frau Müller, haben Sie toll gemacht. Dass so ein Alltagsgetränk wie Kaffee wirklich kardioprotektiv sein kann. Und dass wir nicht unseren Patienten, wie das früher war, abraten müssen vom Kaffeegenuss, sondern eigentlich wir komplett entspannt bleiben können. Wir haben gesehen, 3 bis 4 Tassen Kaffee. Tassen Kaffee sind offensichtlich hier der Sweet Spot für die Protektion. Beim Diabetes mellitus Reduktion gab es offensichtlich einen linearen Zusammenhang, finde ich faszinierend. Find ich auch. Kein Grund davon abzuraten. Ich hoffe, Ihnen macht es Spaß. Bleiben Sie gesund, trinken Sie gelegentlich eine Tasse Kaffee. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.